außer die frohe Kunde. Brav, du bist, Kaubart. Ich grüße dich, mein Herz. Du warst so lange weg. Warst du besorgt? Selbstverständlich. Solch eine lange Reise. Konntest du tun, was getan werden musste? Ja. Und ich brenne darauf, mich nun um die Dinge hier vor Ort zu kümmern. Gut. Es ist vollbracht. Gorm ist tot. Und der Kyrtvison-Clan aus dieser Welt getilgt. Gut, ich würde gerne alles über deine Reise nach Vinland erfahren, wenn du die Zeit findest. Eines Tages. Gut. Mich gelüstet es, dass wir uns um die Ordensmitglieder kümmern. Tag. Hallo, Luffy. Das nennt man Wegfindungsprobleme. Und Scheißwetter. Na toll. So, was haben wir hier? Was uns ein Ausrufezeichen beschert? Ah, wieder das Übliche. Gut, der Orden. Oh ja. Da haben wir ja schon ganz schön aufgeräumt, wa? Mit wem machen wir denn weiter? Da oben haben wir doch jemanden. Eliminiere den Bogen. Tata, Verteidiger von Oddas Wirt. Ziel markieren. So, wo haben wir denn den guten Mann? Da haben wir den, wa? Oh, was wir hier noch alles zu tun haben, ey. Das ist ein Wahnsinn. Mein Lieber. Zumindest statistisch ist noch einiges zu erledigen. Ja, da können wir gleich hier hinreisen. So. Hinten ist er, da oben. Ja, da erzähle ich euch noch was, während der das hier so. Oh, hallo, hallo, was ist hier los? Alter Falter. Okay, der war gar nicht. Ja, da erzähle ich euch schnell noch was, während wir da hochgehen. Es war ja jetzt eine. Naja, idealerweise keine kurze Nacht, weil es war ja gestern ein sehr langer Fußballabend. Der dann aber wenigstens geil geendet ist. Gestern war ja das Halbfinale der Europameisterschaft 2020, England gegen Italien. Und im Elfmeterschießen hat dann Italien gewonnen. Und ich wollte, dass Italien den Titel holt. Die hatten es so verdient. Und ich habe mich mega gefreut. Aber da ich ja zurzeit leider noch krank geschrieben bin, hatte das wenigstens den Vorteil, dass ich mich ausschlafen konnte. So, das da hinten? Ja, ne? Schleichen wir uns mal an. Ach, der schläft gerade. Tja, das ist natürlich dumm, ne? Offa hat vor jedem behauptet, er wäre Christ. Doch das stimmt nicht. Er war einer von uns.
Er wollte nur Silber und Schwerter für seine Männer in Mercia. Und du hast diese Tradition fortgeführt? Ohne zu hadern, ohne zu zögern. Offa wäre so stolz auf mich. Du hast sicher 100 Sommer gesehen, alter Mann. So fühlt es sich an. Tja, das war dann der Bogen. Na, jedenfalls war das gestern ein mega spannender Fußballabend und ein sehr, sehr aufregender. Ah ja, die haben wir ja abgehakt. Halt! Das war mir wieder klar, dass da aus dem Menü rausgeht. So, jetzt hier, weiter geht's. Und zwar... Die Zwinge lebt in der Nähe eines Wasserfalls. Die Zwinge trägt einen schwarzen Umhang mit einem Medaillon. Die Zwinge ist skrupellos. Der Name der Zwinge lautet Grave Deobi. Der lebt in der Nähe eines Wasserfalls. Trägt einen schwarzen Umhang. Und wie soll ich den jetzt finden, bitteschön? Eine beim Bogen gefundene Nachricht. Gelegentlich nach einem Auftrag setze ich mich hin, höre dem Wasserfall vor meiner Tür zu und gehe die Tötung nochmal im Kopf durch. Ich kann mir nicht helfen, die Zwinge ist einfach lachhaft. Er stolziert in einer Robe herum, die so schwarz ist wie sein Herz, und dann dieses Siegel. Daran hege ich kein... Du hast mich gefragt, ob die Zwinge liefern kann. Daran hege ich keinen Zweifel. Er verfolgt seine Ziele mit unnachgiebiger Strenge. Wir werden unsere Gefälligkeit bekommen. Nadel, dessen bin ich sicher. Herr, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Ein Freund von mir, der Greve in meinem Dorf, gab mir deinen Namen. Greve Derby. Er sagte, ich soll ihn die Zwinge nennen, wenn ich mit dir rede. Was ein zweifellos sonderbarer Name ist. Doch ich schweife ab. Ich würde deine Güte mit Zinsen zurückzahlen. Können wir uns treffen? Also, das nützt uns mal gar nichts. Also hier kommen wir gar nicht weiter. Das sind alles Hinweise, die uns mal null bringen hier. Besiege den Trinkspielmeister in den römischen Ruinen. Oh nein. Nimm nochmal. Untersuche die Feste im Diebesnest auf dem höchsten Berg in Gloucester. Blabla. Etwas nördlich der Stadt Gloucester. Das Pergament. Der höchste Berg. Nördlich von... Ach du Scheiße. Jetzt bin ich ja natürlich reichlich raus, wo hier was ist. Das ist hier... warte mal, was haben sie geschrieben? Nördlich der Stadt Gloucester auf dem höchsten Berg. Diebesnest hier oben. Hier oben finden wir den nächsten Hinweis. Das Problem ist nur, die Hinweise nützen uns nicht viel. Dass wir die finden, scheint dann wirklich von irgendwelchen
löst Rätseln oder irgend sowas abzuhängen. Und dann wieder einen Hinweis zu bekommen. Also so auf die übliche Art, von wegen hier, ja, da und dort und dann, dieser Ort wird gut bewacht. Weißt du, wo er ist? Das scheint hier nicht zu sein. Das funktioniert zumindest nicht so wie in Vinland. Moment! Dein Fuß ab! So, was bringt uns das jetzt? Das ist nämlich die Frage. Das ist auch hier der höchste Berg. Ja.
Untersuche die Feste im Diebesnest auf dem höchsten Berg. Das sind Feuer. Untersuchen sollen wir das Ganze. Hey, was? Ist das gut? Cool. Kann man das jetzt bewegen? Kann man nicht. Hallo? Da ist der Hinweis. So. Nimm all deine Anweisungen von Enbert entgegen. Ich verstehe seine Gründe nicht, aber achte darauf, dass du ihn während des Auftrags mit das Pergament ansprichst. Sonst gerbt er dir das Fell. Er arbeitet als Schreiber in einem überwucherten Haus am Hafen von Gloucester. Mach dich nicht bemerkbar, er würde schon erkennen. Hafen von Gloucester. Wo gibt's in Gloucester einen Hafen? Das ist nicht Gloucester. Hier ist Gloucester. Ich sehe hier aber keinen Hafen. Hafen von Gloucester. Das Gloucester. Ich sehe hier irgendwo einen Hafen. Tja, müssen wir mal gucken, ne?
in der Kirche, die garantiert verschlossen ist. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Da komm mal rein. So, was haben wir sonst noch? So wird das gemacht. Eine Schwange. Ist hier noch Schwangen? Nein. Fragezeichen über Fragezeichen.